Willkommen Leute zu einer neuen Runde Survival Games und heute mal eine 128er Survival Games Map. Und zwar gibt's das Ganze auf dem lieben DustMC-Server und ich habe auch einige Sachen anzusprechen, deshalb starte ich das Ganze hier schon etwas eher. Und zwar habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen, Projekte nach Varro, und ja, da wollte ich mal ein bisschen drauf eingehen. Und zwar habe ich mir halt momentan so Gedanken gemacht, es gab ja jetzt in der Varro-Zeit immer zwei Videos, also einmal ein PvP-Video und einmal halt eine Varro-Folge, und ich habe mir so überlegt, okay, soll ich jetzt weiterhin zwei Videos hochladen oder immer nur eins? Und ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, dass ich jetzt erstmal immer nur ein Video hochladen werde am Tag. Allerdings, werde ich noch nebenbei immer versuchen, noch aktiv zu livestreamen. Wer mir auf Twitch followt oder wer mir generell auf Twitter folgt, der sollte sowas auch immer mitbekommen. Und die Sounds, die sind echt verdammt laut, merke ich gerade. Okay, das war jetzt nicht so gut der Anfang. Ist aber kein Problem, vielleicht bekommen wir noch etwas aus den Kisten raus. Oh, da war ein Schwert drin, sehr gut. Okay, und ich würde sagen, wir können auch direkt weiterrennen. Ich meine, mit dem Schwert sind wir auf jeden Fall schon mal gut equipped. Ich mache mal ganz kurz die Sounds leiser. So sollte passen. Ja, doch, sollte passen, so. Okay, 128er SG ist auf jeden Fall eine Herausforderung, sagen wir es mal so, denn es sind auf jeden Fall ziemlich viele Spieler am Start. Und ja, wie gesagt, um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe mir halt überlegt, dass ich halt einfach Livestream werde. Halt, sag ich mal, eher so zum Ausgleich, dass es halt nicht nur PvP gibt, sondern auch, ja, sag ich mal, immer noch PvP, aber auch noch anderes mit euch im Stream. Denn im Stream spiele ich ja auch, wie es vielleicht der ein oder andere mal mitbekommen hat, auch Modpacks. Zum Beispiel Hexit habe ich letztens angefangen und würde das gerne weiterspielen, wenn ich dazu komme. Und ja, wenn ich Zeit habe, werde ich das natürlich auch weiterspielen. Also Hexit. Und generell Stream werde ich auch nur, wenn ich Zeit habe. Das ist dann immer so ein Problem. Je nachdem, wie ich das zeitlich schaffe, versuche ich dann zu streamen. Innerhalb der Woche muss ich halt immer gucken, wie ich das so zeitlich hinbekomme, weil es ist halt schwer, noch neben der Schule was, sag ich mal, einfach noch zu streamen oder noch Sachen für YouTube zu machen. Es ist auf jeden Fall sehr zeitaufwendig und das wissen halt einige Leute nicht. Und ja, deswegen kann ich nur so viel sagen, dass ich halt nur dann streamen kann, wenn ich halt zeitlich alles schaffe. Deshalb könnt ihr euch nicht darauf verlassen, dass jetzt irgendwie täglich Streams kommen oder sowas in der Schulzeit, also innerhalb der Woche. Am Wochenende versuche ich auf jeden Fall immer zu streamen, aber naja, wie gesagt, ihr bekommt das alles mit. Insofern ihr mir auf Twitter folgt oder auf Twitch folgt, dann werdet ihr immer benachrichtigt oder ich kündige das natürlich rechtzeitig an. So, und da haben wir jetzt auch den nächsten. Okay, das Gute ist halt, dass man hier auch einen Tracker hat. So kann man wenigstens den nächsten Spieler tracken und weiß ungefähr, in welche Richtung man rennen soll. Und ich habe mir gedacht, 128er SG ist doch, denke ich mal, was ein bisschen anderes. Also, als immer nur das typische 64er SG, 24er SG oder vielleicht Quick SG. Und deshalb habe ich mir gedacht, warum nicht? Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Also, ist spielbar auf dem DustMC-Server. Und da geht jetzt gerade eine Party ab, sehe ich gerade. Okay, der hat offensichtlich kein Schwert. Oh, Leck. Doch, der hat ein Schwert. Nein, ich habe mich getötet. Ich habe mich selbst getötet durch Fallschaden. Scheiße. Fuck it. Nein. Egal, Leute, ich würde sagen, das war richtig lustig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer normalen Runde SG wieder. Bis gleich. So, Leute, und da sind wir jetzt auch wieder zurück in einer Runde 24er SG. Und ja, jetzt spielen wir das Ganze auf dem Gommes-Server. Ich habe mir gedacht, wir machen da mal so ein bisschen Abwechslung rein und spielen jetzt einfach mal verschiedene SG-Varianten, sagen wir es mal so. Und deshalb jetzt nochmal eine Runde auf dem Gommes-Server. Ja, von Dust auf Gomme ist, denke ich mal, auch ganz nice. Deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir das einfach mal. Und ich schaue mal ganz kurz, dass ich jetzt noch vielleicht besseren Stuff bekomme. Denn so werden wir, denke ich mal, nicht sehr weit kommen mit einer Holzaxt. Ist auf jeden Fall nicht das beste Equip, was man haben kann. Hier schon mal ein wenig Rüstung, besser als nichts. Und da sehe ich auch schon einen Kollegen. Den versuche ich natürlich zu töten. Ich habe aber einen Vorteil, denn er hat zwar eine Angel, allerdings habe ich eine bessere Rüstung. Ist da schon jemand dran gewesen? Nee. Okay, perfekt. Da gehe ich erstmal dran. Jetzt habe ich schon mal ein Steinschwert. Das ist doch sehr gut.
Und hier natürlich nochmal was einsammeln. Perfekt. Alles klar, jetzt würde ich sagen, sind wir bereit, um uns den Typen hier zu schnappen. Und gehen direkt mal drauf. So, aufpassen. Oh, da muss ich auch... Oh, okay, da muss ich auf jeden Fall auch drauf gehen. Alter. Okay, das war echt knapp. Alter, da kommt noch einer von hinten. Shit. Okay. Alter, das war echt knapp. Aber TNT regelt. Weiter hinterher. Nee, da möchte er nicht mehr rennen, denn er sieht, okay, er hat vielleicht schon ein bisschen zu sehr... zu viele Herzen abgezogen bekommen. Oh. Ah, what? Was war das denn für eine... Alter, ich habe so gesehen im Kompass. Shit, von wo? Und dann habe ich mir nur so gedacht, Alter, scheiße, bam. Ich habe mich so erschrocken. Leute, what the fuck. Das passiert, wenn ich immer random in mein Inventar gehe. Aber manchmal denke ich mir so, Alter, schon wieder, ich werde bekloppt, ey. Manchmal denke ich mir nur so, boah, das nervt mich so krass, dass alles nicht sortiert ist, dass ich halt einfach so den Drang dazu habe, in mein Inventar zu gehen und das alles zu sortieren, so, ne? Keine Ahnung. Ist halt manchmal bei mir so. Okay. Er rennt gerade nur vorbei. So, er tut nur so, als würde er das nicht sehen. Oh, doch, perfekt. Hier, Schwert haben wir uns mitnehmen können. So, einmal TNT platzieren. Okay, perfekt. Und da haben wir den nächsten Kollegen uns holen können. Einmal die Tränke zum Mitnehmen, bitte. Okay, einmal den Helm noch. Ich sehe schon da hinten, dass der nächste da lauert. Allerdings will ich jetzt erstmal die Sachen mitnehmen. Okay, dann halt nicht. So, und dann... Ja, würde ich sagen, drauf da. Wir sind auf jeden Fall im Vorteil. Ja, da ist der Down. Perfekt. Perfekt, Leute. So muss das doch. So muss eine Runde sein. Und nicht anders. Okay, finden wir noch Tränke oder sowas? Nee, Tränke sind hier keine mehr. Nee. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Da sehe ich sogar noch Tränke. Perfekt. Ja, dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. Was zu essen natürlich. So, den schmeiß ich einfach mal weg. Der Kuchen hier nicht zu vergessen. Der Kuchen. So, und da kommt der nächste. Den werde ich nochmal überraschen. Und zack. Bam. Okay, der nächste ist auch down. Alter, wir haben ziemlich viele Leute getötet. Das ist doch sehr nice. Brustpanzer. Ah, scheiße, okay. Egal, den sollten wir auf jeden Fall mit dem Brustpanzer bekommen. Und... Nee, das bringt dir nichts. Also dein Feuer, das sollte dir nichts bringen. Lol. Okay, war eine coole Runde, Leute. Ich würde sagen, wir hatten jetzt eigentlich so gut wie alles. Dann nehmen wir einfach nochmal eine Runde Quick SG hinten dran. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir jetzt auch nochmal in der Runde Quick SG. Und jetzt versuchen wir auch nochmal diese Runde jetzt zu holen. Wäre auf jeden Fall nice als Abschied, sage ich mal. Und okay, Schwert haben wir schon mal. Grundgerüst steht, sage ich mal sozusagen. Und da ist auch schon ein Spieler, sehe ich gerade. Den versuchen wir uns natürlich direkt zu schnappen. Ein Hit von hinten hat er schon kassiert. Er rennt weg, das heißt wahrscheinlich, dass er kein Schwert hat. Okay. Da geht auf jeden Fall schon mal die Party ab, würde ich sagen. So, zack, Kollege. Dich bekommen wir allerdings. Die Angel ist nicht notwendig, denn wir kriegen dich hoffentlich auch so. Okay. So, einmal alles mitnehmen. Was natürlich geht. Da ist noch ein bisschen Essen drin. Essen haben wir nicht sonderlich viel. Also auf solchen kleinen Maps gehen die Runden natürlich mega schnell vorbei. Deshalb habe ich mir jetzt auch noch so eine Map ausgesucht, damit die Runde Quick SG halt wirklich quick ist und sich nicht in die Länge zieht. So, okay. Ja, wir haben jetzt nicht das beste Equip, muss man natürlich sagen. Ich würde mir ehrlich gesagt noch ein paar Pfeile wünschen. Und okay, da haben wir schon nochmal ein paar Pfeile. Der Helm bringt sowieso nichts. Brustpanzer allerdings. Deswegen nehmen wir eine Brustpanzer nochmal mit. Und vielleicht bekommen wir ja sogar noch einen besseren. Wer weiß. Oh, shit. Okay. Leute, das wird knapp. Okay, den holen wir uns jetzt aber auch noch, oder? Okay, nice. Und der nächste Hit sitzt auch. Ja, jetzt ist noch ein Spieler am Leben. Den werden wir auf jeden Fall auch noch bekommen. Er ist da hinten. Vielleicht nochmal ein paar Pfeile mitgeben. Oh, okay. Hier ist noch TNT. Und einen Brustpanzer sehe ich. Den Brustpanzer nehmen wir auch mit. Und natürlich noch den Eisenhelm. Ah, TNT habe ich jetzt nicht mitgenommen. So, einfach rein da und dann TNT noch mitnehmen. So. Okay. Vielleicht noch einen Bogenhit mitgeben, das wäre nice.
Nee, er gibt uns einen Bogenhit mit, aber mehr auch nicht, egal. Wir raggen nochmal voll. Das sollte kein Ding sein. So. Okay, den bekommen wir noch. Essen einmal. Oh, er ist runtergefallen. Auch nicht schlecht. So, Zero Craft. Ich hoffe mal, dass ich dich jetzt noch töten kann. So, zack. Versucht natürlich jetzt im Zickzack zu springen. Oh, shit. Oh, da wird ein bisschen... Ja, da hat er ein bisschen zu sehr mit dem Bogen, versucht zu töten. Also er hat mich zu sehr... Was war das für ein Deutsch? Er hat natürlich jetzt versucht, überwiegend mit dem Bogen zu spielen. Das hat nichts gebracht. Aber, naja, wir konnten uns somit durchsetzen. Das war auf jeden Fall eine coole Runde. GG natürlich. Und... Leute, ich würde sagen, das war's jetzt von dem Video und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. 128er SG, 64er SG, Quick SG, also es war auch auf jeden Fall nicht ohne. Leute, lasst ein Like da, wenn euch das Prinzip gefallen hat und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein und ciao.